Kennst du das? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Ja, meine Lieben, heute geht's draußen weiter. Wir haben jetzt schon Mittag. Hallo und herzlich willkommen in unserem wunderschönen bunten Paradies. Oh, das macht so viel Freude, wenn man das alles so sieht. Die Sachen standen alle drin jetzt, als es nachts Frost war, auch tagsüber. Ja, ist besser, ne? Weil sonst sieht es nicht mehr so schick aus und alles verfriert. Insbesondere die Bonsai. Sonst wären nämlich komplett die ganzen Spitzen, die alle verfroren gewesen. Das hatten wir ja schon erlebt gehabt bei den Frostnächten, die wir davor hatten. Und von daher bin ich da vorsorglich gewesen, habe das Ganze reingeräumt. Und dann können wir das Ganze jetzt auch ein bisschen besser betrachten. Womit wir anfangen? Ja, du fragst mich was, du. Ich weiß es gerade selber nicht. Ich würde sagen, am dringlichsten ist die Kastanie hier. Befindet sich noch nicht im Austrieb, sollte jetzt aber eigentlich bald losgehen. Ich hoffe mal, dass sie nicht jetzt gelitten hat im Winter über. Das wäre natürlich nicht der Burner. Müssen wir gleich mal gucken. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an und holen sie einfach mal raus. Dann haben wir gleich auf jeden Fall schon mal Gewissheit. Ist jetzt ehrlich gesagt, aber gut, bei uns ist auch sowieso alles ein bisschen später als bei anderen. Von daher wird sie wohl noch Zeit brauchen. Dann machen wir das erstmal freihand. Das ist also tatsächlich so, die Kastanien bei uns, die fangen jetzt erst bald an auszutreiben. Das ist übrigens die, die im Winter im Wasser stand hier. Genauso wie die auch hier. Die ist jetzt gerade am Austreiben, die fängt an. Also sie hat es tatsächlich geschafft, ne? Muss man sich mal überlegen. Die standen im Winter über im Wasser draußen. Nun ja, experimentieren und machen, ich tue nur lachen, weiß Bescheid. Ne? Ja, ist eine coole Sache. Hier ist alles am Austreiben. Das wäre natürlich heavy, wenn das wirklich wachsen würde. Ne? Und mal gucken. Just for fun. So, dann sehen wir jetzt die Kastanie, die wir uns gleich rausholen hier. Um sie einfach weiter vorzubereiten. Der obere Teil ist soweit okay. Stamm und Krone, ne, ist soweit, dass wir dann tatsächlich jetzt auch im Wurzelbereich eingreifen können. Die Forsythien sind schon der Hammer dieses Jahr. Ne? Das ist echt der Wahnsinn. Guck dir das mal, wie schön die blühen. Auch als Bonsai. Richtig genial. Umtopfen, ja, nein, vielleicht. Hier gibt es so einen Aspekt, man sagen könnte, lass einfach mal. Ne? Ja, denn das Ganze kommt immer höher. Jahr für Jahr. Wer weiß, was daraus sich mal entwickeln könnte. Ne? Okay, aber just for fun, einfach mal. Ne? Weiß Bescheid. So, der Weißdorn blüht voraussichtlich. Ne, blüht nicht. Wie jedes Jahr. Ja, ich weiß auch nicht. Ist ein aus dem Sämling gestaltet halt. Ne? Mal gucken, ob dann irgendwann sich da noch irgendetwas ergeben wird. Müssen wir gucken. Ne? Die Azalea hat es auf jeden Fall geschafft jetzt über den Winter. Stand auch draußen, außer jetzt halt diese Frostperiode, weil halt war, da habe ich sie reingeräumt. Und ansonsten auch die Lunizera hier, weil die sind doch sehr empfindlich bei Frost. Von daher war das schon besser. Ne? Okay, also Laber-Palaber. Ich würde sagen, wir holen jetzt die Kastanie aus der Erde, um mal zu gucken, wie sie dann sich dort entwickeln kann. Okay. 1, 2, 3 und es kann losgehen. Also ist so schön, wie der Baum sich entwickelt. Wir überlegen, wie wir den damals gedrahtet haben. Ne? Und der ist trotz alledem, er sich hier oben nicht so stark entwickeln durfte, richtig schön dick geworden. Das ist also genial. So, dann schauen wir uns die Klamotte jetzt mal an, was wir da machen können. So, aber ich nehme erstmal das oberste hier runter. Pass mal auf. Ja. Das wird nicht so einfach gehen, wie ich sehe, wie ich es mir gedacht habe. Das heißt, ich muss gleich mal in Ruhe das Ganze auseinanderziehen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so viele Wurzeln gemacht hat, aber hat er halt. Nehmen wir gerne so mit, ne? Umso besser ist das Ganze. Oh, ich bin so gespannt, ob wir tatsächlich ein wunderschönes Nibari hier bekommen. Durch Zufall mehr oder weniger. Oder ob wir vielleicht schon was vorbereitet haben, weiß ich gar nicht mehr. Bei der Vielzahl, was ich mache, ist das ja fast gar nicht möglich. So, pass auf, ich hole mal eben was zum Kratzen, ja, Wurzelwachstum ist soweit gegeben. Viele feine Saugwurzeln, also wird er auch austreiben, auf jeden Fall. Siehst du wohl. Da gehen wir jetzt erstmal, ach, guck mal, wie schön das ist, die Wurzeln. Das ist schon genial an sich. Ich halte es einfach mal so hin, vielleicht kann man es ja sehen. Ne? Weil ich sehe gerade nichts, ich gucke nämlich in die Sonne. Ja, die Sonne hängt noch recht tief. Ah, das ist schön. Nee, richtig gut. So, also jetzt muss ich gucken, wie ich den Kandidaten hier auseinanderkriege, weil der ist doch heftig durchwurzelt. So, dann wollen wir mal gucken, was wir das jetzt so hinbekommen. Wir fangen unten an. Ne, dann unten legen sie sich ja meistens im Kreis, wenn wir Glück haben. Ne? Aber in der Regel ist das so. Ne? Das Substrat ist jetzt relativ nass, hat ja auch geregnet, gab die Tage davor. So, pass mal auf. Gucken, was das so ist. Scheint hier ziemlich hart zu sein schon. Ich bin so gespannt, wie das aussieht. Das ist aber so, wenn du dann nach ein paar Jahren mal reinguckst, ne?
Weißt du, wie gesagt, weiß gar nicht mehr, was du alles so gemacht hast, ne? So, pass mal auf. Besser wäre es natürlich, wenn das Substrat etwas trockener gewesen wäre. Dann lässt sich das einfach handhaben. Nichtsdestotrotz vorsichtig vorgehen erstmal, auch wenn wir gleich viel Wurzeln schneiden. Wir wollen ja gucken, was wir davon behalten möchten, ne? Und von daher machen wir das ganz vorsichtig, Stück für Stück. Arbeiten wir uns hier durch, das Ganze durch. Ich werde es gleich auch ein bisschen ausspülen. Dann geht es einfacher in der Regel auch. Aber ich löse erstmal das, was sich lösen lässt. Ne? Und was dann nicht, dann nehmen wir uns gleich einen Eimer und werden das Ganze im Eimer ja, sauber spülen in dem Sinne. Ne? Damals habe ich das mit Wasserschlauch gemacht, aber hier habe ich keinen Wasserdruck mehr, weil wir haben hier Bergwasser und das ist ja leicht fließend im Prinzip. Ne? Also da kriege ich keinen Druck aufgebaut. Und eine Leitung aus dem Haus habe ich hier draußen nicht. Von daher werde ich das dann im Eimer machen. Hat die letzten Jahre auch soweit eigentlich ganz gut geklappt. Ne? Tauchst dann rein, rüttelst und schüttelst das Ganze so lange, bis dann dementsprechend alles weg ist. Aber ich werde erstmal in Ruhe das soweit hier praktizieren, wie es sich praktizieren lässt. Und wie gesagt, den Rest spüle ich dann gleich sauber. Aber die Wurzeln sehen richtig gut aus. Also da kann man echt nicht meckern. Dann wird die Pflanze auch austreiben. Unser Bonsai in Vorbereitung. Aber das sieht schon cool aus mit den Wurzeln. Ja, richtig cool. Man legt den ganzen Winter draußen, ne? Und dann erwacht alles wieder so schön. Und das trotzdem sie im Topf standen. Übrigens, alle Bonsai standen bei mir draußen im Winter. Die wurden also nicht reingestellt. Erst, wie gesagt, als die Temperaturunterschiede zu heftig wurden. Ne? Als es dann halt tagsüber warm war und dann nachts Frost war. Das war mir dann doch zu riskant. Dann habe ich sie halt in der Nacht reingestellt. Wobei, manchmal waren sie auch 2-3 Tage drin. Und dazu soll kurz erwähnt sein, wenn sie über 2 Tage drinnen sind oder 3 Tage, wenn du sie wieder rausstellst, stell sie nicht sofort in die Sonne, stell sie absonnig erstmal. Ne? Sonst ist nämlich der Neuaustrieb, der gegeben ist, ganz schnell, ja, nicht verbrannt, aber bekommt halt so leichten Sonnenbrand. Dann, ne? Und das wäre natürlich auch nicht so schön zum Ansehen in dem Sinne, weil den Pflanzen das auch nicht wirklich schadet. Aber es sieht dann halt nicht so schick aus. Ne? Okay, das kurz am Rande erwähnt, mitgenommen. Und dann mache ich das jetzt, wie gesagt, in Ruhe alleine erstmal weiter hier. Okay. Wenn man sich die Ruhe dabei antut, dann ist das gar nicht so schlimm. Ne? Immer schön schütteln und rütteln, das Ganze. Dann läuft das schon. Das sieht schon mal richtig gut aus hier. Der hat aber heftig viele Wurzeln. Alter Vater, meine Güte. Jo, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also das ganz frei zu kriegen jetzt, oh, das wird nicht so einfach. Was nehmen wir davon jetzt mit? Was haben wir letztes Jahr gemacht? Wir haben sie gegossen und gedüngt mit effektiven Mikroorganismen. Und wir sehen tatsächlich jetzt auch augenscheinlich, dass die effektiven Mikroorganismen sehr gut fürs Wurzelwachstum sind. Das mal mitgenommen, obwohl das Ganze mit Bergwasser gegossen wurde. Dementsprechend, wie gesagt, mit effektiven Mikroorganismen. Es hat sich tatsächlich gelohnt. Hier sind jetzt nicht nur ein paar Würzelchen, sondern richtig kräftig das Ganze durchwurzelt. Was jetzt natürlich für die weitere Bearbeitung relativ zum Nachteil ist. Aber naja, okay, dann werde ich den Rest mal noch hier fertig machen in Ruhe. Und mal gucken, wann wir dann hier weitermachen können, okay? Wie gesagt, da lassen wir uns jetzt Zeit bei, ne? Kein Stress machen, einfach in Ruhe das Ganze angehen. Die Selbstbewässerung ist übrigens noch nicht wieder angeschlossen. Da warte ich also mit, bis tatsächlich, ne, weiß Bescheid, es wirklich keinen Frost mehr gibt. So, was ich gerade gesehen habe hier, der Apfel, der stand auch drin. Es scheint tatsächlich zu sein, als wenn sich dieses Jahr hier eine Blüte entwickeln würde. Hat zumindest den Anschein, ne? Dann ansonsten sind die Knospen eigentlich nicht so dick. Deswegen werde ich hier erstmal nichts machen, vielleicht ein bisschen Grundgestaltung noch, aber ansonsten, ey, das wäre cool, wenn der tatsächlich blühen würde. Okay, das mal kurz am Rande gezeigt und wie gesagt, ne, die Schätzchen, die jetzt drin standen, die stehen jetzt erstmal absonderlich. Ne? Okay. Das ist so herrlich, so schön. So, pass mal auf, dann geht es jetzt weiter. Und zwar schauen wir uns jetzt mal den Wurzelbereich an. Ich hoffe, ich kriege es jetzt so drauf. Wenn nicht, muss ich gleich eine andere Einstellung machen. Ist ja dann auch nicht so schlimm, ne? So, guck dir mal den Wurzelbereich an. Das sieht so heavy aus. Das ist echt fantastisch. Ja, und jetzt müssen wir überlegen, was machen wir mit den Bäumchen, ne? Jetzt kann man wahrscheinlich so viel nicht erkennen. Ich drehe ihn trotzdem mal im Kreis. Also wir haben hier lange Wurzeln, die hier unten gehen. Warum ich das damals gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich, weil ich es schick fand. Wir müssen uns jetzt aber von oben ein bisschen ranarbeiten, denn hier ist eine Wurzel, die so alleine ist, das ist nicht so der Burner. Von daher würde ich sagen, fangen wir genau bei dem Schätzchen erstmal an, um mal zu gucken, was wir da noch machen. Knospen, die kommen auf jeden Fall noch weg, das steht fest. Okay. Tja, ist nicht ganz so einfach, ne?
Aber wie gesagt, der oberste, der kommt auf jeden Fall erstmal weg. Soweit sind die Wurzeln auch okay. Die sind nicht knotig durcheinander gewachsen oder so. Das lässt sich alles schön easy hier herausziehen. Aber im unteren Bereich bin ich mir gerade noch nicht ganz sicher, was wir da machen. Pass mal auf. Du hast ja eigentlich nichts zu suchen. Eigentlich nicht, ne? Aber wenn man Durst hat, wird man auch schon mutig, ne? Ja, okay, ich muss trotzdem weitermachen. Dankeschön. So, dann nehmen wir das Schätzchen erstmal weg hier. So, ziehen wir den vorsichtig nach unten. Dann ist der schon mal weg, ne? Voraussichtlich werden wir auch noch mehr entfernen. Ja, ist nicht so einfach, bin ich ganz ehrlich. So, der ist nach oben gewachsen hier, der kommt auch weg, auf jeden Fall. Mal gucken, dass man das so ein bisschen im Bilde sehen kann, ne? So, zack und ab. Ziehen wir schön nach unten. Das sieht schon mal okay aus. Dann können wir den. Ich muss immer wieder ins Display gucken. Sehe ich gar nicht, ob ihr was seht. Ha, lol. Ja, ist so, ne? So, mehr werde ich hier erstmal nicht wegnehmen. Mal gucken. Hier kommt noch einer, der geht nach oben. Pass mal auf. Hier können wir noch so ein bisschen wegnehmen. Ja, ist nicht ganz so einfach. Wir tasten uns da einfach ran. Diddledum, diddledum. So, der geht noch nach oben hier. Wo kommt der denn her? Oh, der hat so viele Saugwurzeln, das sieht so heavy aus. So, pass mal auf. Zack, bumm. Der geht auch nach oben. Da muss ich allerdings gleich nochmal genauer reingucken, wie das ausschaut. So, ansonsten ist das soweit schon mal okay, jetzt im oberen Bereich, würde ich sagen. Ja, das ist okay. Die könnte vielleicht noch weg hier, die eine. Aber haben wir denn dann noch genug Wurzeln von unten? Da muss ich erstmal drunter fühlen. Ja, da ist noch genug. Siehst du, dann nehmen wir die auch noch weg hier. So, okay, das ist soweit gut. Jetzt muss ich mir Gedanken machen, wie gehe ich weiter vor. Ne? Das ist jetzt, lasse ich jetzt die langen Wurzeln hier. Ich denke mir, das habe ich mir damals so gedacht. Weil wenn ich die jetzt wegschneide, da bleibt dann ja nicht viel übrig. Ne? Außer ein paar feinere Wurzeln, aber andersrum wäre das jetzt auch nicht so tragisch. Und pass mal auf, jetzt bin ich nämlich gerade am Zweifeln. Also, ab ins Wasser damit. Und dann überlege ich erstmal in Ruhe. So, steht überhaupt noch alles easy, alles okay? Läuft noch, siehst du wohl. So, ich habe jetzt einen Entschluss gefasst und ich werde mich von den langen Wurzeln trennen, weil das sieht optisch nicht aus. Ne? Weißt du, was ich mir damals dabei gedacht habe? Vielleicht war das Ganze ja auch nur Just for Fun Projekt mal wieder. Wie wir das schon kennen von mir. Also, ich stelle mal auf den Kopf, vielleicht kann man es dann besser sehen. Wenn jetzt alle Wurzeln, die im oberen Bereich sich befinden, ja jetzt in dem Sinne natürlich verkehrt herum im unteren Bereich, gucken, dass wir alle nach unten ziehen, insoweit das geht, damit wir sehen können, wie viel Wurzel wir behalten, wenn wir was zurückschneiden. Ne? Die muss ganz weg hier, komplett. Hör mal auf. Die muss weg hier, komplett. So, siehst du wohl. Zack und ab. Dann haben wir dann schon mal einen besseren Einblick wieder. Moment, eben auseinanderziehen hier. So, siehst du wohl, ne? Zacki bumm. Ja, ab ist er. Dann war die Hauptwurzel. So, okay, dann haben wir aber in dem Bereich auf jeden Fall noch genug Wurzeln. Das ist noch okay. Nach hier ist auch noch was gegeben, das ist auch noch okay. So, hier ist auch noch was gegeben, das ist auch noch okay. Das heißt, wir können tatsächlich die unteren Wurzeln kürzen. So, die lassen sich auch nicht mehr biegen hier, das kannst du vergessen. Ne? Ansonsten könnte man sie ja irgendwie in den Topf drücken oder so, aber das ist hier tatsächlich nicht mehr gegeben. Das heißt, wir kürzen den ein hier. So. Den schon mal raus hier. So. Kriegen wir einen besseren Einblick. Ja, das passt. Guck, dann können wir auch den nächsten hier direkt einkürzen, der in die Senkrechte geht. Ich hoffe, das Bild bleibt scharf gestellt. Ich kann jetzt wirklich nicht viel sehen hier im Display. So, das ist okay. Das können wir komplett hier lassen. Das können wir auch lassen. Jetzt haben wir hier noch eine dicke Wurzel. Da muss ich gerade mal gucken, ob im oberen Bereich noch ausreichend Wurzeln gegeben sind, wenn ich den abnehme. Wir haben übrigens schon gelernt, bei Kastanien, die kann man radikal schneiden. Da haben wir mal einen Extremstversuch gemacht. Das müsste ich eigentlich auch mal aus dem Topf wieder raus, wie der jetzt aussieht. Ne? Der ist nämlich sehr gut letztes Jahr gewachsen. So, das ist die Frage, wenn ich den jetzt... Nee, den müssen wir auch eigentlich fast ganz wegnehmen hier. Den müssen wir fast ganz wegnehmen. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwas erkennen kann. Ist ein bisschen schwierig jetzt ehrlich gesagt. Die Wurzeln, die sich biegen lassen, ist okay, ne? Die bleiben. Wobei, den könnten wir auch noch biegen, sehe ich gerade. Aber der wird zu dominant später. Der wird sich zu stark selbstständig entwickeln. Also, wir kürzen ihn auf jeden Fall schon mal ein. So, siehst du wohl.
Ja, doch. Ist besser. Also wir haben noch ausreichend Wurzeln, dass der Baum sich entwickeln kann. Er soll auch nicht kräftig wachsen, von daher ist das jetzt auch nicht ganz so schlimm. Ja, das ist okay. So, das heißt, müssen wir gleich einpflanzen. Da kommt da wieder eine Trainingsschale. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall ist das okay. Doch, das ist okay. Ab ins Wasser. Und dann geht es gleich weiter. Was gehört jetzt dazu? Ganz klarer Fall, unser Substrat. Wir haben hier wieder das Fiboterm, weil es sich bewährt hat. Da kommt jetzt ein bisschen Kokoserde dazu, damit es Bindung bekommt, ne, damit das Wasser sich besser hält. Darum geht es eigentlich. Also da braucht jetzt nicht wirklich viel bei. Ich mache das jetzt Pi mal Daumen. In der Regel kannst du sagen, ja, was kann man in der Regel sagen? Was habe ich damals gesagt? 3:1, 4:1. Also 4 Teile Fiboterm oder 3 Teile Fiboterm. Dementsprechend ein Teil Kokoserde. Also muss er so ein bisschen im Gefühl haben. Es muss also schon so sein, dass anschließend eine Bindung gegeben ist zwischen den beiden Komponenten. Ne? Dass das Wasser also besser gehalten wird. Ansonsten läuft das Wasser durch Substrat nämlich sofort durch. Und da musst du ständig gießen. Ne? Oder hältst du es im Anstau. Aber okay, das ist ja nicht Bonsai-mäßig in dem Sinne. Ne? Von daher gucken wir, dass wir ein ordentliches Substrat haben. Und dann haben wir also alle Bonsai bei uns drin. Und das funktioniert also richtig genial. So, das mische ich mal eben zu Ende. Und dann kommen wir auch gleich direkt zum Einpflanzen. Dass ich euch zeigen kann, wie die Kastanie weiter vorbereitet wird in der Anzucht zu einem schönen, hoffentlich schönen Bonsai. Ne? Weiß Bescheid, okay. Alles Ansichtssache, logischerweise. Der eine so und der andere so. Siehste wohl. Ne? Dann haben wir jetzt also eine Bindung zwischen den beiden Gefügen hergestellt. Ja, wir sehen, ne? Man muss schon radikal vorgehen, um irgendwie ans Ziel zu kommen. Ich meine, er hat es genutzt jetzt in der Zeit, gut zu wachsen, einen dicken Stamm auszubilden, von daher alles okay. So, das Schätzchen kommt jetzt hier in die Schale, damit er hier drin kräftig wachsen kann. Er wird dann also hier auch wieder 2-3 Jahre voraussichtlich drin bleiben, damit die Wurzeln sich auch richtig schön entwickeln können und dick werden können hier. Und von daher, ne? Okay. So, jetzt lege ich den an die Seite, mal unten schon mal ein bisschen Substrat rein hier. Nicht zu viel, weil er soll ja auch nicht jetzt zu hoch kommen. Ne? Später kann man sicherlich höher pflanzen, aber jetzt am Anfang erstmal noch nicht. So, siehst du wohl, dann nehmen wir die Wurzeln und legen die uns ein bisschen zurecht hier. Ne, damit wir so rundherum auch wirklich Wurzeln haben. In dem Sinne, wo sie auch gegeben sind. Ne? So, einkürzen möchte ich da jetzt nichts mehr bei den kleinen Wurzeln. Die lassen wir jetzt tatsächlich so, wie sie sind. Das ist okay, siehst du wohl. Ne? Mal gucken, dass er passend steht. Ja gut, was heißt jetzt passend? Ne? Wie man ihn haben möchte, richtig, richtig. Stammbewegung sollte ja bleiben, gegeben sein. Siehst du wohl. Band habe ich auch schon durchgezogen, dass wir gleich das Ganze dann festmachen können. Wobei er voraussichtlich auch so stehen bleiben wird. Ne? Aber es ist dann doch sinnvoller. Wenn eine Katze dran geht oder so, weiß man alle nicht. Ne? Von daher, siehst du wohl, ist auch gar nicht so schwierig. Ne? Yippie, ja, ja, yippie, ja, yay. So, stochen ein bisschen rum, dass die Hohlräume hier zwischen den Wurzeln sich schließen. Aber das kennen wir ja alles, ne? So, siehst du wohl. Ja, diese Schalen haben sich bewährt. Also das ist eine richtig coole Sache. Vor allem, die kannst du auch dann später nochmal auf eine andere Schale stellen, die dann geschlossen ist und nicht gelöchert, so wie diese hier, wo da Wasser drin steht. Und dann stellst du diese drauf und dann ist sie auch für längere Zeit versorgt. Die Pflanze, ne? Nicht die Schale. Dann ist die Pflanze für längere Zeit versorgt. Hier vorne muss ich ein bisschen offen lassen, dann muss ich gleich das Band noch durchziehen. Siehst du wohl, ne? 1, 2, 3 haben wir weiter vorbereitet. Ja, man mag nicht meinen, was alles möglich ist, ne? Ich sag's dir, das ist richtig genial. Vor allem, jetzt warten wir wieder 2, 3 Jahre, dann holen wir ihn raus und wissen gar nicht mehr, was wir gemacht haben, ne? Vielleicht weißt du es dann ja noch, kannst du mir dann gerne sagen. Vielleicht weißt du auch, was wir damals überhaupt mit dem Baum gemacht hatten. Wieso, weshalb wir ihn so vorbereitet haben, ne? Wie gesagt, ich kann mir das jetzt gerade nicht so richtig erklären, ist aber egal. Er sieht schick aus und von daher ist das soweit okay. So, müssen wir den, am besten legen wir den hier oben drum. So, da kann das Band nämlich nicht wegrutschen. Und dann ziehe ich den mir hier unten durch. Durch das kleine Loch. Gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme. Oder ob ich da ein bisschen nachhelfen muss. Ich nehme jetzt Naturbast aus einem ganz einfachen Grund, weil das kann verrotten. Ne? Irgendwann geht es dann von alleine ab. Da brauchen wir keinen Kunststoff verwenden. Das geht dann tatsächlich so. So, gehst du jetzt ab. Das ist ein typischer Vorführeffekt. Ne? Vorhin ging es ganz einfach, wo ich die andere Seite gemacht habe. Und jetzt gerade, ne, will er nicht so, wie ich will. Moment mal. Jetzt müsste er, jawohl, siehst du mal. So, dann können wir den nämlich fixieren. Das ist
Siehst du? Geht doch. Wunderbar. Und das gleiche mache ich auf der anderen Seite gleich auch nochmal. Das zeige ich dann aber jetzt nicht nochmal. Ne? Sonst weiß Bescheid. Wird dann doch zu langweilig. Von daher mal kurz so mitgenommen, wie wir ihn fixieren können, damit er uns nicht umfällt. Ne? So, wie gesagt, das andere von der anderen Seite dann nochmal hier drum legen. Einmal drum. Und dann hier durchziehen. Okay. Kommen wir jetzt zu den Knospen. Kurz erklärt. Wir haben hier sehr dicke Knospen. Gut, wir haben jetzt im Wurzelbereich radikal geschnitten, von daher ist das nicht ganz so tragisch. Da wird nicht viel Austrieb dieses Jahr gegeben sein. Ich möchte es trotzdem noch mal reduzieren in dem Sinne, dass die Pflanze nicht zu kräftig wächst. Das heißt, also die ganz dicken Knospen, die werden wir jetzt herausbrechen. Keine Bange, da passiert mit der Pflanze nichts. Und dementsprechend können die Seitenknospen sich entwickeln. Geben also gar keine Knospe dran, es entwickeln sich neue Knospen. Ja, es ist schon wichtig, das ist also, ne, weiß Bescheid. So, jetzt haben wir hier schon mal einen dicken Pulk, der geht jetzt nach da, der geht auch nach da. Da müssen wir später mal aussortieren. Aber ich möchte jetzt einen Trieb nach oben lenken im Prinzip und damit das hier nicht zu sehr auf den Haufen alles ist, werde ich den Bereich hier vorne wegnehmen. Wenn ich da so dran komme, ja doch, siehst du wohl, zack, bumm. Okay, jetzt haben wir hier zwei Haupttriebe, die nach oben gehen, weil das nicht ganz so tragisch ist. Das heißt, diesen könnten wir eigentlich nach oben lenken und diesen kleiner halten erstmal, damit er halt nicht so stark wächst. Ne? Das machen wir jetzt auch einfach mal, wenn wir hier einfach alle Knospen abnehmen. Dann ist er nämlich gezwungen, kleine neue zu bilden und der Hauptsafttrieb geht dann nach hier. Hier nehmen wir auch mal kurz die Knospe weg, die Hauptknospe. Jetzt haben wir allerdings zwei. Dann können wir jetzt mal beobachten, wie der Baum so gegeben ist. Besser natürlich, wenn er jetzt in diese Richtung geht. Das heißt also, die Knospe werden wir nochmal hier entfernen. So. Das jetzt erstmal. Ne? Im Laufe der Zeit, wenn das Ganze austreiben, müssen wir mal gucken, ob wir das Ganze nochmal regulieren. Einer von den beiden wird ja auch komplett nochmal verschwinden irgendwann. Ist aber jetzt nicht zwingend notwendig. Von daher, mal den könnte ich auch schon mal nachschneiden. Hier sehe ich gerade. Dann ist der auch schon mal weg in dem Sinne. So. Ja, Wundverschluss ist genial bei Kastanien. Funktioniert richtig gut, wenn das Ganze verschlossen wird. Das haben wir letztens gesehen. Letztes Jahr, nicht letztens, lol. Das heißt, auch den Bereich hier oben werde ich gleich noch verschließen mit Wundverschlusspaste. So, damit sind wir also durch bei dem Kandidaten. Ne? Aus dem Topf raus, Wurzeln ab, einpflanzen, Knospen ab, fertig. Kann erstmal wachsen. Wie gesagt, hier oben bei der Zwille müssen wir gucken. Ne? Das sollte jetzt verhaltener wachsen, das sollte kräftiger wachsen nach oben. Und dann können wir später, wie gesagt, nochmal eingreifen. Das können wir auch im Laufe des Sommers noch machen. Erstmal lassen wir, ach so, anwachsen. Moment. So, das Wichtigste haben wir jetzt nämlich noch nicht gemacht, und zwar am Gießen. Ganz wichtig, kräftig, durchdringend. Ich werde es auch im Wasser erstmal stehen lassen, für 1-2 Tage das Ganze. Gedüngt wird jetzt erstmal gar nicht, überhaupt nicht, auch nicht, wenn er am Wachsen ist. Da warten wir also sehr lange mit, denn die Wurzeln, die müssen erstmal hier reinwachsen ordentlich. Und von daher, aber auch hier ganz wichtig, effektive Mikroorganismen, die kannst du mit reinmachen. Ne? Das ist also nicht das Problem. Aber ansonsten auf Nährstoffe, Dünger, Salze verzichten wir jetzt komplett erstmal so lange, bis wir sehen, dass sie richtig am Wachsen ist. Und dann versorgen wir sie auch mit Nährstoffe dann im Laufe der Zeit. Aber das hat jetzt noch Zeit. Und vor allen Dingen ganz wichtig, ich weiß gar nicht, warum ich es immer sage. Ganz einfach, weil ich immer gefragt werde. Absonnig stellen, ganz wichtig jetzt. Ne? Bei solcher Aktion muss die Pflanze absonnig stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, wie gesagt, ich werde jetzt so durchdringend gießen, dass hier unten also auch Wasser drin steht. Dann lasse ich es 1-2 Tage erstmal drin stehen. Und dann ab. Sonnig gestellt. Yippie-yay. Es ist so schön draußen zu sein. Das ist wirklich unglaublich, wenn alles passt. Das ist so herrlich. So, ach, was ich gerade, hier wächst auch schon wieder eine Fichte drin. Aber das nicht alle gibt bei uns hier. So, das ist jetzt ein Kandidat. Ich weiß nicht mehr genau, was wir damit gemacht haben. Das war ein Extremexperiment, das weiß ich noch. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwann mal wiederfinde. Dann könnte ich das vielleicht mal. Ach nee, Quack, mit Soße kommen. Und nicht übertreiben, ne? Der soll nicht voraussichtlich nicht als Bonsai gestaltet werden oder gezogen werden in dem Sinne, in Schale, sondern im Topf, als kleine Kastanie. Also nicht als großer Baum, als kleine Kastanie im Topf. Denn auch das geht. Jetzt, ich denke mal, das hatten wir damals geplant. Ich bin mir auch nicht mal ganz sicher. Wir hatten hier aber radikale Maßnahmen gemacht, das weiß ich noch, um zu gucken, ob das funktioniert mit Kastanien. Ja, manchmal ist das so, ne? Ich kann es nicht ändern. Also, wir wollen hier mehr oder weniger einen Busch haben. Ne? Kein Baum, sondern einen kleinwüchsigen Busch in dem Sinne. Das heißt, eigentlich müssten wir hier auch einen Wurzelschnitt machen. Machen wir dies Jahr aber noch nicht, weil er erst letzten Sommer irgendwann hier reingekommen ist und stand bis heute auch hinten hinterm Schuppen. Was ich aber machen werde, ich werde ihn zurücknehmen. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, ob ich jetzt wirklich einen kompletten Rückschnitt mache. Das würde einen starken Austrieb bedeuten. Nein, erstmal nicht. Pass mal auf. Auch hier werden wir es so machen, dass wir die Knospen oben jetzt erstmal rausnehmen.
Zumindest die dicken. Erstmal, es klebt übrigens. Ne? Das klebt heftig. So, pass mal auf. Den nehmen wir auch noch weg hier. Wir wollen dann anregen, dass hier die Seitenverzweigung kommt. Ne? Dass das Ganze also nicht in die Höhe schießt, sondern tatsächlich dann sich seitlich verzweigt. So, jetzt haben wir hier noch eine Knospe, die ist noch relativ dick. Die nehmen wir auch noch weg. Und den Rest lassen wir erstmal. Der wird also hier auch in dem Bereich austreiben, hier auch in dem Bereich. Dass wir uns also einen kleinen Busch heranziehen. Gegebenenfalls werden wir ihn im Sommer auch zurückschneiden. Wir sehen, er ist also recht kräftig gewachsen, trotzdem wir also diese radikale Maßnahme damals gemacht haben. Man könnte ihn jetzt auch hier im unteren Bereich zurücknehmen, das hier herauswachsen lassen, auch möglich. Es gibt halt viele Möglichkeiten. So, ich ziehe mal eben raus. Ja, die Wurzeln sind also heftigst, ne? Richtig gut eingewachsen, das Ganze, bis unten hin. Gut, mit dem Kandidaten könnte man auch eine andere Spielerei später nochmal machen. Aber weißt du was? Erstmal lassen wir ihn, ne? Nicht zu viel auf einmal, um zu gucken, was mit Kastanien alles möglich ist. Und wir haben noch einen, der steht hinten im Garten im Topf. Der soll als Baum wachsen, im Topf, ne? Tatsächlich. Den werden wir sicherlich dann auch schneiden später, aber nicht so wie diesen als Busch, sondern wie wir das kennen von den anderen, vom Mammutbaum, von der Versüßzähne, dementsprechend mehr oder weniger als Säule. Zumindest ist es so geplant. Ne? Was einem so im Kopf bekommt, manchmal dann später noch, ist eine andere Sache. So, ich glaube, dann reicht das auch für heute. Ich zeige euch noch mal ganz kurz eine Pflanze, und zwar diese hier. Warte mal auf. Das ist unsere Forsythie. Ich habe sie jetzt wieder im Wasser stehen. Im Winter überstand sie nicht im Wasser. Ja, das ist unser, ja, mehr oder weniger Wasserbonsai nicht in dem Sinne, aber der Topf, die Schale, steht im Wasser, immer im Wasser. Dadurch saugt sie halt Wasser nach oben auch und dementsprechend entwickelt sich diese Moosoberfläche. Das haben wir letztes Jahr schon beobachtet. Das ist eine richtig coole Sache, dass das so genial funktioniert. Ne? Das ist allerdings ein Topf, den haben wir selber hergestellt. Der ist mit Sägemehl und Zement. Ne? Also auch das funktioniert. Allerdings muss man das Verhältnis rauskriegen zwischen Sägemehl und Zement. Ne? Ich glaube, ein kleines bisschen Sand war auch mit drin. Aber das, es geht. Man muss halt nur rauskriegen, wie viel man davon dementsprechend an Zement und Sägemehl nimmt. Ne? Mir ist damals einmal nicht gelungen und dann ist es mir gelungen. Aber ich frage mich jetzt nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Das ist jetzt schon so lange her und von daher auch nicht ganz so schlimm. Nur mal gezeigt, dass es also möglich ist. Es läuft mir gerade das Wasser hier runter, weil hier alles schief steht. So, damit haben wir das gestartet. Pass mal auf. Wir machen morgen weiter. Ja, morgen ist Sonntag, da soll es ja auch schön werden. Da fange ich morgen früh direkt draußen an. Werde erst nicht drin filmen, sondern direkt draußen anfangen. Wobei ich mal gucken will, wann wir den Film hier überhaupt zu Gesicht bekommen. Das weiß ich jetzt noch gar nicht, weil das mit dem Hochladen ist ja immer so eine Sache. Weil der eine Film lädt jetzt hoch. Meist ist er dann bis zum anderen Tag hochgeladen. Wenn er vielleicht früher hochgeladen ist, dann kann ich den noch hochladen. Vielleicht ist er dann auch morgen früh on. Dann können wir zwei Filme gucken. Aber weißt du was? Wir sehen, wie es wird. Ne? So, weißt Bescheid? Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Bonsai. Ja, okay, haben wir das Ganze gestartet. Bei der Azalee bin ich mal gespannt, ob sie noch blüht oder nicht. Immerhin hat sie den Winter überlebt draußen. Aber auch die wurde reingeholt jetzt, als wir diese extremen Unterschiede hatten. Ne? Ich kann im Moment noch keine richtigen Knospen erkennen, aber na, abwarten. Ne? Wollen wir mal gucken, weil das wäre richtig schön, wenn sie tatsächlich blüht. Übrigens, die Stecklinge gibt es auch noch. Kommen wir ein andermal zu, sonst wird das jetzt zu viel. Oh, meine Güte, ne? Zwei Filme am Tag ist dann doch nicht ganz so einfach, aber wir sehen, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, Bonsai sich zu halten. Vor allem diese Forsythien, die sind so wunderschön. Hier wird erst geschnitten, tatsächlich, wenn sie ausgeblüht sind, vorher nicht. Und auch umtopfen tun wir sie erst, wenn sie ausgeblüht sind. Wobei hier immer noch die Frage ist, ob ich ihn umtopfe. Denn ja, ich bin fast der Ansicht, mir gefällt das besser, wenn er sich hier selbstständig immer weiter erhöht. Ne? Aber weißt du was? Manche Sachen muss man einfach machen, um zu sehen, was passiert im Laufe der Zeit. Ne? So, ich würde sagen, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder hier aus dem Garten. Vielleicht machen wir was ganz anderes. Das siehst du wohl. Ich muss ja noch die Kohlrabi einpflanzen. Die Kohlrabi. Ja, machen wir morgen. Okay.